Hi. Unfassbar. Ich habe einen Tisch. Wie kam es dazu? Ich wurde dazu genötigt. Okay, ich hoffe, ich kann dadurch besser einige Sachen zeigen. Ich muss noch nachlegen. Ich habe behauptet, die M10 sei genauer als die AR6. Das wollte ich jetzt heute erläutern. Keine Sorge, es wird schnell gehen. Ich hoffe es. Ich bemühe mich, mich kurz zu halten. Okay. Wer daran Interesse hat, der schaue zu. Wer nicht, der habe ein schönes Wochenende. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so viel besser ist, aber ich fange einfach mal an, von der Perspektive. Das hier ist das AR6 Magazin. Ich zeige das mal so mit der Lampe. So, Moment. So. Und wie man sieht, ist der vordere Teil, das ist der vordere Teil des Magazins. Hier ist hinten, hier ist vorne. Das ist umgedreht, das Magazin. Nur nochmal zur Erklärung. Sieht man, dass das hier geschlossen ist. Hier. Unten oben praktisch. Bei dem M10 Magazin. Ist dem nicht so. Moment. So, ihr seht das, da ist so ein mittlerer Steg und links und rechts, hier und da, da und da, außen ist freier Raum. Oh, ey, das ist echt scheiße mit dem Licht. Ich probiere das nochmal anders. So, vielleicht sieht man das so besser. Nee, auch nicht, ne? Ach ey, das ist ja blöd. So. Ja, jetzt sieht man es. So, das ist das M10, der M10 Upper vorne von unten. Hinten vorne. Und hier sieht man, dass nur in der Mitte so ein Steg ist. Links und rechts ist Luft, Platz. Bei der AR6 Upper ist das nicht. Es ist geschlossen. So. Ich brauche jetzt wieder zwei Hände. So, das ist das AR6 Magazin. Ich drehe es um. Wir simulieren jetzt einen Bolzen, der hier daherkommt. So, wenn der gerade liegt, wenn der ordentlich genormt ist, dann ist eigentlich alles okay. Auf den letzten Bolzen im 6er Magazin komme ich noch zu sprechen. So, aber auch hier steht manchmal so ein leichter Kontakt. M10 Magazin, M10 Upper. So, hier die Aussparung. Ich hoffe, man kann das sehen. So, jetzt. So, wenn jetzt der Bolzen ankommt und nicht perfekt gerade liegt, hat der ein bisschen Spiel, sich hier zu drehen, ohne Kontakt zu bekommen und dennoch gerade zu bleiben. Ja, während vorher trat er bei dem AR6 Magazin, was heißt vorher, bei dem AR6 Magazin, traf er hier sofort auf diese Fläche. Und dieser Kontakt führte zur Irritation. Das ist das Allerwichtigste. Das Zweite ist, dass meiner Meinung nach der Federdruck, auch wenn viele damit Probleme hatten, konstanter ist als im AR6 Magazin. Die bessere Präzision fiel mir bereits am ersten Tag auf. Normalerweise war das immer so, dass der letzte Bolzen, da musste ich genau die Sehne bzw. den Bogen kennen. Den Wurfarm sozusagen und die Armbrust, um zu wissen, wo der sechste hingeht. Der war nicht sonst kalkulierbar. Ja, da musste man seine, den sechsten Bolzen musste man kennen, also musste man seine Armbrust sehr gut kennen. Dann konnte man den gezielt treffen. Ja, ansonsten war das schwierig oder gar nicht möglich fast. So, hier traf ich gleich von Anfang an alle 10.
Da habe ich das schon gemerkt. Dann, als ich auf Distanz gearbeitet habe, habe ich das auch gemerkt. Ja, das war aber nur ein Gefühl. Genau. Und ich dachte, ja, vielleicht war der Vater des, wie sagt man, Wunsch der Vater des Gedankens. Genau. Ich wollte das sozusagen, aber nee, ich wollte das nicht. Ja, also. Ich kann noch mal einen anderen Bolzen nehmen. Hier ein Bodkin. AR6 Magazin. Nochmal. Ich drehe es. Hier ist vorne. Ich komme hier lang. Und wenn er ein bisschen schräg ist, dann hat er sofort Kontakt hier zur Unterseite. M10 Magazin, M10 Upper. Hinten, vorne, unten. Der Raum. Und der Bolzen kann sich drehen und wird nicht beeinflusst. Ja. Meine Erklärung. Schließende Worte. Ist jetzt die M10 viel besser als die AR6? Hier noch mit geschlossenem Grundkörper. Super Swinger. Nee, nicht besser. Nur präziser. Es gibt aber viele Skills, Qualitätsmerkmale einer Pistolenarmbrust. Es geht nicht nur um Präzision. Es geht auch um Zuverlässigkeit zum Beispiel. Und da ist die AR6 ungeschlagen. Das ist aber auch schwer. Und wie verhält es sich eigentlich mit dem Metallmagazin? Haptisch, optisch, mein absoluter Favorite von der Präzision her auch. Ja, M10 oder Metall, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ganz ehrlich. Ich kann es noch nicht sagen. Es liegt einfach auch daran, ich habe mit dem Metallmag echt viel trainiert. Ne? Und mit der M10 noch nicht so viel. Wir werden das im Auge behalten. Ne? Ich würde die beiden aber auch nicht in Relation setzen. Ich würde die AR6 mit der M10 in Relation setzen. Und da ist die M10, der M10 Upper, auf jeden Fall präziser. Definitiv. Und was ist eigentlich mit der Survival? Fehlt jetzt der Schulterschaft? Ja, ein Einzelschuss ist immer präziser. Ne? Weil ein Magazin, egal wie fein es ausgearbeitet ist, immer noch baulich bedingt für einen Abstand zur Sehne sorgt, wenn sie gespannt ist. Und darum wird es immer einen minimalen Freiflug geben, egal wie, egal wo, bei welchem Magazin. Und darum ist die Survival als Einzelschuss präziser. Ja, also, es gibt nicht das beste Magazin oder die beste Variante von Steamboat. Es kommt total darauf an, was man möchte. Ich möchte alles. Metall, haptisch, optisch, natürlich der absolute Killer. Zuverlässigkeit in Person. Und hat auch eine Leichtigkeit. Ich möchte auch nicht immer, wenn ich den ganzen Tag dynamisch arbeite, unbedingt mit Metallmag arbeiten. Das ist wirklich so. Ne? Alle, die mal irgendwie unter Einsatzbedingungen zumindest trainiert haben, die wissen, dass Gewicht echt ein Faktor ist. Ne? Genau. Und wenn ich maximale Dynamik mit einer hohen Bolzenkapazität will, dann hole ich mir. Ich glaube, es ist schlecht, ne? Gleichzeitig laden und sprechen. Hört man nichts. Ja, dann hole ich mir eine M10. Also, nicht Metallmag. Das passt einfach auch preislich nicht. Ne? Das ist wirklich ein High-End-Produkt und es kostet so viel wie ein normales Finger ungefähr. Nicht die M10 mit Metallmag in Relation stellen. Das ist ein bisschen doof. Sondern die AR6. Mit der M10. Das ist logischer. Spielt auch beides in einer Preisklasse. Genau. Okay, wenn man übrigens werfen will, sollte man grundsätzlich einen Bogen einspannen. Nun denn, nun ist mein Finale dahin. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Mach's gut. Ohne Finale geht ja gar nicht. Also zeige ich euch nochmal was. 160 Pfund Tuning Wurfarm von crossbowtuning.com bei mir im Dauertest.
Deswegen. Nicht was ohne. Mist, warte. Der ist. Ich habe bei denen was rausgeholt. Das war's. 160 Pfund. Crossbowtuning.com. Auch ohne hässliche Schraube vorne. Bye bye.